dass du dich auskennst, mach einfach mal das Tor kurz, dass ich sehe, die Plastik drin. Ah ja, die kennt ihr, die hat er eh schon gesehen, die Plastik. Die Kleinigkeit zum Dringen. Nein, nein, danke, wir waren es auch nicht lang da. Ja, das sind die Neuen. Ja. Das sind die Neuen. Und da hat man vorher schon, als Häuselbauer hast du eine Neiche erschaffen können in der Gemeinde Ulrichsberg. Ja. Oder alte. Und da ist das irgendwo aufgedruckt. Karlsruhe, dann nimm jetzt gleich. Jetzt haben wir sich auch die alte da zum Alten genommen, weil wir auch Schulden gehabt haben. Brauche ich eine neue Mühle, dann tut es eher alte. Dann ist der Boden durchgerust. Dann haben wir es aufgeniert. So werden wir jetzt aber, gell? Dann haben wir es aufgeniert. Jetzt sind es wertlos, jetzt gehört es weg. Der Bauer hat Rallen drauf gemacht. Weißt du, das war nicht, weil da haben wir es vorne gesteckt gehabt, weil es ein weiter Weg war. Wir haben vorne eine weite Zufahrt, dass du fest fahren kannst. Mhm. Das war alles nicht drauf. Sonst hast du mal zu zweit gehen müssen. Und ich komme mit Spermel auf, jetzt sind x Tonnen rum. Jetzt haben wir eine gute ausgesucht, denken wir, die ist ein bisschen wie die Mai. Da haben wir drei noch mit dabei, haben mit den Aufkehr in der Gemeinde, jetzt werden die Plastik gehen können. Jetzt haue ich die weg. Aber die kalben wir uns noch rein, weil der Bub Trauen drauf gemacht hat. Jetzt kalben wir sich noch rein. Alter, und sonst die Wolle? Sinn. Ah, Sinn. Ja, das hat der Sohn gemacht, der hat die Raden dran gemacht. Ja, der Schloss erklärt. Ja, original waren die nicht dran. Ne? Das da haben sie aber jetzt einen Traum gewinnt. A Kaliosiki, das откуда? Das mal ohne Werk gehabt. Die Räder von wo sind die? Von einem Kinderwagen. Genau, auch von der Spirme. Was hat passt da noch? Da haben wir gehört wie ein Ruske. Sicher. Polnisch, Ruske. Das ist auch prima. Dobre. А зачем вам такой бак? У вас же есть... Раньше они новые получили, и хочет сейчас выкинуть это, но... Потому что здесь еще колеса, у них не... Когда здесь косить цвет? Это сейчас по закону надо такие... Сейчас... А сейчас как он используется? Das ist nur, jetzt steht es nochmal da rum, weil es war viel Arbeit. Потому что много работы было. Da sind doch gearbeitet, den ganzen Geschäft. Was denn, das Blech zuschneiden, wenn sie das anschaut. Ja, das ist Handarbeit. Das ist einfach, was sowas treiben wir. Das ist ein Zigeuner weiter oben jetzt. Nein, nein, das ist nicht besser. Das ist einfach drüber geniert. Der Boden war kaputt. Das ist einfach das in den grünen Bereich. А когда сын сделал? Wann hat er das gemacht? Wie lange ist das her? Das ist sicher schon 6-7 Jahre aus. 6-7 Jahre noch so. Ja, 6-7 Jahre. Понятно. А сюда машина приезжает, да, в которую мусор выбрасывает? Mhm, да. Jetzt kommen der Müllwagen, holt sie das ab, das ist Standard. Genau. Ja, das war vorher. Die nimmt er nicht mehr, die waren vorher. Orange, Bulli. Nein, die nehmen jetzt nichts mehr. Ist just, ich schmeiße die auch wieder weg. Aber ich habe das nicht gewusst vorher. Ein Auto hängen hat man, weil du hast einen Zorn, die schmeißen so gute Tonnen weg, die meinen haben da schlechter. Und das Schreiben von der Gemeinde ist erst später gekommen. Der Dom, und взял эти, и попозже. Как ввели закон, чтобы только пользоваться этим. А сын, он дома? Когда его можно застать дома? Сон из нету, да? Да. Так der das gemacht hat, ist nicht da. Und der mir hätte gern geredet. Es kommt wahrscheinlich später. Oder wohnt gar nicht mehr da. Ja, wohnt schon da, aber er tut in der Arbeit. Und in der Arbeit ist schon. Ja, ну, в смысле, он бывает дома, или он уехал так далеко, что он не приезжает? Нет, он сейчас еще нормально. Да, вон-то. Ja, wohnt. Он здесь живет. А, здесь живет. Aber jetzt ist er in Linz. Он сейчас в Линце. А он каждый день в Линц ездит? В Фюст, в Штальбе. На Фюсте, так, на заводе работает. Каждый день, в Янток продал, да? Да. Каждый день, 70 километров. Да. Ungefähr.